Der ein oder andere geneigte Zuschauer meines letzten Videos wird sich jetzt bestimmt fragen, was macht der denn da? Testet der jetzt 4 neue Impfstoffe gegen Covid-19? Ich kann eine Warnung geben. Ja. Ich werde ja oft gefragt, sag mal, kannst du nicht mal wieder was mit Alkohol machen? Und ich gesagt, ja, klar, können wir schon machen. Das Set hier habe ich vor ein paar Wochen geschenkt gekriegt von der Firma Tanquari. Sind 4 kleine Gin-Flaschen drin und zwar sehen die so aus wie die großen Flaschen. Sie sind halt nur kleiner, das finde ich ja immer ganz putzig. Also die Packung macht auf jeden Fall einen sehr wertigen Eindruck. Zieht das hier auf, das ist nett gemacht. Hier ist noch so ein kleiner Anfasser. Wir haben es hier zu tun mit insgesamt 4 kleinen Gin-Kollegen. Number 10, das ist Fresh Citrus Hard Gin Small Batch Distilled. Der da. Flor de Sevilla. Sevilla. Made with bittersweet Seville oranges. Frank Pur. Distinctive and zesty made with rare Frank Pur limes. Nummer 3. Der letzte im Bunde. Ja, das ist der gute alte London Dry Gin. 4 perfectly balanced botanicals since 1830. Das ist übrigens Wasser hier, ne? Man weiß ja nie, schließlich handelt es sich um hochprozentigen Alkohol. Als ich gesehen habe, also 4 so kleine Fläschchen mit 4 so kleinen Kärtchen, ich verköstige, trinke, bewerte und ordne zu. Das heißt, wir werden überprüfen, ob die Werbebotschaft, die hinten auf der Packung stand, ob die hält, was sie versprochen hat. Reiche mir das erste Getränk. Beschriftet sind sie unten auf dem Boden. Ich fange an. Ja, so wie Fenster rein, würde ich sagen. Zitrusnote drin auf jeden Fall. Oh. Okay. Pass mal auf. Balance, okay, die lasse ich mal raus mit den Balance Botanicals. Also Orangen sind es auch nicht. Ich würde mal, ich tendiere. Ich glaube, das sind Limetten. Oder Zitronen. Das ist nicht so einfach, wie man denkt. Da muss man erstmal noch einen Schluck nehmen. Ich dachte, das sind Limetten. Okay. Den ersten haben wir. Rangpur. Was? Becher 2. Den Orangen schließe ich auf jeden Fall aus. Zitrone auch. Oh. Muss man auf jeden Fall noch ein bisschen von nehmen. Ich würde sagen, das ist der London Dry Gin. Was denn? Die haben alle, glaube ich, so um die ab 40 plus, ne? Genau wie ich. Wow! Also zu verkürzen kannst du ja nicht eisgekühlt trinken mit Eis. Also, ich sag, der gelbe ist der London Dry. Sensationell. Nummer 3. Hier. Nummer 3. Mal kurz vorher. Entschuldigung. Und ich muss aufstoßen. Ach, Entschuldigung. Das ist für mich auf jeden Fall so ein Orangenbouquet. Relativ eindeutig der Seville Oranges. Also schmeckt so ganz deutlich. Bittersweet, das ist auch bittersweet. Wir befinden uns hier gerade auf einem orangengeschmacklichen Plateau, das aber nicht dominiert. Der Kenner nimmt nochmal einen kleinen. Okay. Da lege ich mich definitiv fest. Das ist der Flor de Sevilla. Sevilla. Nummer 4. Ich war halt am Anfang ziemlich verunsichert, was ist Limette, was ist Zitrone? Die Limette ist gedeckter, die schreit dich nicht so an. Limette ist ein bisschen, finde ich, ist ein bisschen dumpfer. Zitrone ist stechender. Wie so eine Speerspitze kommt die an. Ich lege mich fest, das ist auf jeden Fall der Tanquari Number 10. Allee, so.
So. Dafür, dass wir einfach mal wieder einen saufen wollten hier im Video, haben wir schon einen ganz schönen Aufwand betrieben. Also das sind die vier Zuordnungen, für die ich mich jetzt letztendlich entschieden habe. Auf der Becherunterseite steht, um welchen es sich handelt. Nehmen wir jetzt mal den da. Mit dem fange ich an, der Sevilla. Sevilla. Und er ist es auch. Er ist es auch. Ja, und warum? Weil ich ein Fachmann bin. Ein Punkt. Da hatte ich gesagt, das ist der Rang pur. Es ist der Rang pur. Und wirklich, ich schwöre dir, ich wusste es nicht. Ist hier nicht gefaked oder so. Das ist hier richtig, das ist real hier. Das ist richtig scheiße real. Nehmen wir mal den lilanen. Da hatte ich gesagt, das ist der Nummer 10, habe ich gesagt. Und wenn der jetzt richtig ist, dann ist ja klar, dass der auch richtig ist. Und der ist richtig. Der ist richtig und dann ist klar hier am Ende, genau, ist der London Dry Gin, ist der gelbe. So. Weißt du mal Bescheid? Vier Dinger, vier Punkte. Geil. Ich bin noch total angeknipst gerade. Also ich habe so eine richtige Euphorie. Du weißt, Kunde aus der Weg raus. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Gucken. Tschüss.